Okay, also hallo alle miteinander. Heute ist Dienstag. Heute ist die Mastektomie-Woche oder Top Surgery oder Brustabnahme-Woche. Und ja, ich bin heute mal draußen, weil ich mir gedacht habe, die Lichtverhältnisse sind da draußen irgendwie besser. Aber ist es schon ein bisschen dunkler, es ist so, glaube ich, so 4:30 glaube ich gerade, aber es ist schon wieder dunkel geworden, deswegen ist das eigentlich mir jetzt schon egal. Aber naja, schön so ein bisschen an der Natur, in meinem Garten, in meinem Urwaldgarten. Okay, also mal zum Anfang. Da ich ja in Österreich wohne, habe ich ja nicht so die große Auswahl, weil österreichische Ärzte sind ja nicht gerade die besten. Oh, wer kommt da? Lisi, komm her. Komm. Ja. Ja, österreichische Ärzte sind ja nicht gerade die besten. Und wenn ich nach Deutschland gehe, zahlt das nicht die Krankenkasse. Lisi, Katze. Komm ins Video. Na, geht auch nicht. Ja. Und das heißt, ich muss das dann selber zahlen, weil es ja in Österreich welche gibt. Und wenn ich sie nicht will, dann bin ich nur wählerisch und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe vielleicht nach Amerika, weil bis jetzt haben mir eigentlich auch am besten die amerikanischen Ergebnisse gefallen. Ja. Und ich würde, glaube ich, zum Dr. Garamani gehen in Florida, weil da hat es mir bis jetzt ziemlich gut gefallen, die Ergebnisse. Und ja. Genau, und da gab es mal so ein Videotagebuch oder ein Reisetagebuch von einem deutschen YouTuber, der heißt Binärsystem, da gebe ich dann unten den Link rein. Der hat zwar ein Reisetagebuch gemacht, das finde ich echt super, weil das ist alles aufgeschrieben und... Ja, der hat alles aufgeschrieben und das ist ziemlich cool. Weil es ist gar nicht mal so teuer, also ich glaube 7000 Euro ungefähr. Ja, und dann würde ich halt dorthin gehen. Aber das ist halt blöd mit den, wenn irgendwas passiert, weil die Kranken, die haben ja gar keine Krankenversicherung und so Zeug. Ja, das ist dann eher eine negative Sache. Genau. Ich weiß noch nicht, welche Methode oder so, weil ich kenne mich da nicht so aus. Ich meine, ich kenne nur diese unten. Ich glaube, das ist irgendwie das Double Incision oder irgendwie sowas. Aber ich weiß jetzt nicht, was man bei welcher Brustgröße macht und so. Das sollte man dann der Arzt sagen, weil ich kenne mich da nicht so aus. Naja, also ich glaube, das war's zu dem Thema. Kathi! Also ich finde es schön draußen, so ein Video machen, das hat was. Es ist zwar arschkalt, aber es ist cool. Katze, komm her. Okay, tschüss.